Gewandtheit, Mut und Rasanz nach. Gäbe es salomonische Gerechtigkeit in einem solchen Rennen, so müssten sowohl Tristan von Langstein als auch Phillip zu hohen Felden den Pokal ringen. Aber halt! Ich sehe rauf! Ein Wagen scheint sich überhitzt zu haben. Oh je, es ist der Wagen von... Diese Razzia hat uns scheinbar doch nicht so geschadet. Oh, zum Glück. Ich war danach echt fix und fertig. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wir haben uns ja auch behandelt wie Kriminelle. Danach noch dieser Streit mit Christian deswegen. Naja. Jetzt schauen wir einfach nach vorne, wenigstens die Partys gehen ja weiter. Echt? Klar. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Rob kommt gleich vorbei, dann pitche ich ihm ein paar richtig coole Ideen. Sag mal, hat sich eigentlich schon irgendwas Neues mit Gregor ergeben? Leider nicht. Wie wird das denn, wenn er seine Anteile am No Limits verkauft? Heißt das dann, du musst dich mit einem neuen Geschäftspartner auseinandersetzen? Was heißt das wohl? Hey, das wird schon. Gregor überstürzt nichts. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie gedeichselt. Hm? Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die nächsten Partys. Hey. Hey. Na? Hey. Wie geht's? Okay, und selbst? Alles bestens. Du, ich habe schon ein paar coole Ideen für unsere nächsten Partys. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich muss mit dir reden, unter vier Augen. Es sind gegenwärtig Friedrich von Klönhoff und Christian zu Deo. Du bist ja gar nicht beim Rennen. Du ja auch nicht. Willst du schon nach Hause? Ja, ich habe mir den Rest des Tages freigenommen. Ist was passiert? Wie kommst du da drauf? Ja, du wirkst irgendwie komisch. Doch auch nicht komischer als in den letzten Tagen, oder? Immer noch Streit mit Olli. Also, wenn du willst, kannst du auch gerne hier übernachten. Ich meine, wenn du ein bisschen Abstand brauchst. Mehr Abstand geht doch gar nicht. Wir reden seit Tagen nicht mehr richtig miteinander. Du wirst keine Partys mehr machen. Naja, ich meine nicht generell keine Partys mehr. Du willst im No Limits keine Partys mehr machen? Ja, so sieht's aus. Okay. Warum? Naja, nach dieser Razzia, weißt du, da stehen die Leute nicht so drauf. Das ist doch Quatsch, der Laden ist genauso voll wie immer. Ich muss auf mein Image achten, verstehst du? Auf dein Image? Und deswegen lässt du mich hängen? Okay, Olli, das ist nicht der Grund, aber weißt du, zwischen dir und mir... Du meinst wegen neulich bei mir? Nein, eben. Hey, das ist doch Quatsch. Schwamm drüber, Schnee von gestern. Nicht Schnee von gestern, Olli. Ich habe mich nun mal nicht verliebt. That's the way things are. Ich kann nicht mit dir zusammenarbeiten und die ganze Zeit wissen, es wird nichts zwischen uns. Es tut so weh. Sorry, Olli. Jetzt, was hast du vor? Reden. Hört sich nach Plan an. Wenn wir uns die Köpfe einschlagen, wenn wir uns weiter aus dem Weg gehen, kriegen wir unsere Probleme auch nicht in den Griff. Willst du nicht rangehen? Ja, Gregor, hey. Ja. Die letzten Minuten des Rennens, meine Damen und Herren. Es geht um die Hosen. Heute ist nicht so viel los wie sonst, oder? Quatsch, es ist so voll wie immer. Zwei Sekt, ein O-Saft. Keiner trinkt mich harmlos. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Heute Morgen hast du noch ganz anders geklungen. Heute Morgen, da dachte ich auch noch, hier steigen rauschende Partys. Hey. Hi. Hey. Mies drauf? Ach, drüber Aussichten. Warum steigen hier keine Partys mehr? Rob zieht den Schwanz ein. Im wahrsten Sinne. Der Laden ist doch trotzdem cool. Er ist voll und ja, läuft. Noch. Aber dazu kommt, dass Gregor seinen Anteil verkaufen will. Was mir da noch alles blöd? Ach, Gregor wird dir doch nicht irgendeinen Teilhaber ins Nest setzen, ohne das vorher mit dir abzusprechen. Kannst du den bitte mitnehmen? Der verpestet nur die Luft. Komm, ich hab ein neues Game. Wir liefern uns ein kleines Rennen, ne? Autorennen. Ausgerechnet. Für uns Bürgerliche gibt's die Sparversion für zu Hause. Kommst du mit? Oh, und dann zieht er an ihm vorbei. Andi von und zu Fritschenhofen versenkt Oliver Sabelmann volle Kanne. So witzig. Hey, nicht krumm nehmen. Mach mich doch nur zum Affen, damit du ein bisschen besser draufkommst. Hatten wir doch jetzt wochenlang andersrum, ne? Das weiß ich echt zu schätzen, Andi. Aber dieses blöde Gespräch mit Rob, das hat mir den Rest für heute gegeben. Nur wegen der komischen Partys. Noch eine Runde?
Jo. Hi. Hi. Gibt's was zu feiern? Ich denke schon. Ja, dann bin ich doch mal hinten. Ich glaube, wir sollten reden. Ja, warte mal. Wir haben erstmal einen Grund zum Anstoßen. Ich habe nämlich gerade einen Anruf von Gregor bekommen. Der hat eine Entscheidung in Sachen No Limits getroffen. Was? Ohne vorher mit mir drüber zu reden? Na super. Ja, jetzt warte mal. Ich glaube, er war sich ziemlich sicher, dass du mit deinem neuen Teil aber zufrieden sein wirst. Aha. Ja. Bitteschön. Ups. Er steht nämlich vor dir. Auf eine gute Partnerschaft. Thank you.